abgewählt wird, aber es ging uns darum, dass vor allem bei der Auszeichnung Ingenieure, die anwesend sind, auf der Bühne sind. Die Goldmedaille für die Wahl im Bauherrn erhält die Ritzmann-Zug von Mühle geführt. Bauherr ist der Dr. Bornstein, der gleichzeitig der Architekt der Planer dieses Gebietes war. Die Tagungsplanung kommt von der Frau Marion Kolbe. Aber auch wieder das Ingenieurbüro Boris und Jürgen bei Reuth. Auf deinen Hinweis, wir haben nicht darauf geachtet, ob jetzt sich ein Büro hier zweimal beworben hat oder zweimal ausgezeichnet hat. Wichtig war für die Jury, dass die Punktzahl tatsächlich mit der Gerechtigkeit nach den Kriterien ist, vergeben wurde. Die Bildchen finden Sie auf den Seiten 24 folgenden. Ich bin noch der Gebietsreferent für dieses ausgezeichnete Objekt, war der Kopf manchmal alles abgedeckt. Das Mühlengebäude wurde zur nächsten deutschen Ordnung unter Zeit um 1650 erstellt und wurde letztlich als Gaststätte mit Wohnungen ausgebaut. Die letzte umfassende Reparatur des Gebäudes erfolgte im Jahr 1868. Das Gebäude ist ortsbildprägend. Und trotz dieser Bedeutung für die Ortschaft konnte nicht verhindert werden, dass nach dem Auszug der letzten Bewohner die Substanz verfiel. Es war wieder ein Glücksfall, in diesem Fall ein Kandidat für den Abbruch. Das Engagement und des Besitzers der Denkmalbehörden führte dazu, dass es eben wieder ein Fall 512 nicht wurde. Probleme bei dieser ganzen Maßnahme waren zunächst der Kulturklassenstand, der auch diese Schädigung im Norden verführt und auch saisonale Grundwasser, die letztlich die ganze Versalzung und Durchfeuchtung des Bauwerks verstärkt. Die üblichen Schäden, die Malenköpfe sind durchgefault, das Südgebirge war einsturzgefährdet und so weiter. Auch hier wurden schon erheblich bauliche Eingriffe vorgenommen, um das Denkmal zu retten. Zum Beispiel eine weiße Wanne, also ein Wasser, undurchlässiger Keller hinbetoniert, zu der wasserundurchlässigen Bodenplatte, eben Beton eingezogen. Aber es ist besonders vorzugehen, die zurückhaltende Ergänzung der historischen Deckenkonstruktionen, vor allem für den Betriebsraum. Es wurden die historischen Balken erhalten, obwohl die Schäden relativ groß waren. Vorzüglich ist auch, dass die Biber, also der Getrieberaum der Mühle erhalten blieb und in der gesamten Raumgestaltung der große Mühlenraum als Mühle erkennbar blieb. Besonders hervorzuheben ist hier das große Engagement des Bauern, ohne das Engagement der Mühle sicherlich verloren werden. Die behutsam vorgenommenen Eingriffe auch bei der Tragwerksplanung überdecken eben nicht die Eigenheiten des Baudenkmals. Die ganzen Eingriffe entsprechen hervorragenden Details. Das heißt, das Ergebnis dokumentiert, wie persönlichen Einsatz und eben auch Einsatz der Planer und der Ingenieure ein bereits fast schon verlorenes Zeugnis der Baugeschichte zeitgemäß geprüft werden konnte. Ich bin auf der Bühne bei Dr. Christopher Bornstein, Bauherr in diesem Fall, und die Frau Martin Kolbe als Vertreterin des Ingenieurs. Die Bayerischen Ingenieure vom Bau würdigen gemeinsam mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege das Engagement von Dr. Christopher Bornstein für den Erhalt von historischen Bauwerken in Bayern. In der Kategorie private Bauwerke wird die Auszeichnung Bayerischer Denkmalpflegepreis 2010 in Gold dem Bauwerk Ritzmannshofer Mühle verliehen. Die Preissumme beträgt 5.000 Euro.
Mm-hmm.